Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt meinerseits. Immer noch auf der PlayStation 3 nach The Simpsons Game gibt es jetzt Alpha Protocol. Heute am, was haben wir? Ich glaube den 18.11., wenn ich mich nicht täusche. Mittwoch. Ja, erstmal ein kurzes Wort vorweg. Ich habe irgendwas am Magen. Also wenn ich dann irgendwie ganz plötzlich auf Toilette renne oder eine Pause machen muss, wisst ihr Bescheid, woran es liegt. Ich war heute auch nicht arbeiten. Weil, das war nicht schön. Ich verbringe ungefähr 3/4 des Tages auf Toilette. Ich guck grad mal. Ja, ich bin ziemlich genau seit 8 Stunden wach. Wir haben jetzt kurz nach 2 nachmittags. Und hab davon ungefähr die Hälfte der Zeit tatsächlich auf der Toilette verbracht. Ist nicht so schön, aber ich habe jetzt gerade eh nichts Besseres zu tun. Deswegen denke ich mir, gut, kannst du auch aufnehmen. Weil irgendwie will ich die Zeit dann auch nutzen, wenn ich welche hab. Alpha Protocol. Keiner von euch kennt's wahrscheinlich. Oder ich sag mal vielleicht 5, 6 Leute. Keine Ahnung. Ja, es ist ein Spiel, ja, wer hätte es gedacht, von Sega, wer hätte auch das gedacht. Das ist, wie soll ich das jetzt am besten beschreiben? Also wenn ich das jetzt erstmal nur so erkläre, dann kommt das erstmal wie 0815 Spiel rüber, was es schon tausendmal auf der Welt gibt. Ich gehe jetzt erstmal nur kurz hier rein, bevor eine Demo anfängt. Letztendlich spielen wir einen Agenten, ja, der mehr oder weniger freiwillig dann in diese ganze Geschichte reinrutscht. Und wir müssen bestimmte Dinge aufklären und, ja, Punkt. Dazu kommen wir halt noch, dass wir die Möglichkeit haben, bestimmte Missionen entweder so im Stealth-Verfahren zu machen oder auf Ballerei gehen wollen. Diese Fähigkeiten können wir auch noch jeweils verbessern. Sprich, wir können uns bessere Waffen kaufen, wir können die Waffennutzung verbessern. Sprich, dass wir besser zielen können, nicht mehr so viel Streuung haben oder sonst irgendwas. Gut, das war, ob das jetzt funktioniert, weiß ich nicht, aber ist auch egal. Oder wir können unsere Stealth-Fähigkeiten verbessern. Dass wir dann zum Beispiel noch leiser schleichen können. Und halt so Scherze. Ich kenne das jetzt leider gerade nicht mehr so genau, wie das jetzt hier funktioniert. Weil ich habe das jetzt relativ lange nicht mehr gespielt. Ich habe schon 2 Jahre her oder so. Ja, jedenfalls, warum... Also das sind jetzt aber nicht die Punkte, warum das Spiel so geil ist. Ich finde das Spiel richtig geil. Oder ich erzähl erstmal anders, so wie es damals war, als das Spiel angefangen hat, vor 2 Jahren. Ich habe es einfach reingelegt, komplett ohne Erwartungen. Habe es dann angefangen, habe dann gedacht so, ja, okay, ne, ist halt so ein Standardgerät. Aber je mehr ich im Spiel vorankam, umso mehr habe ich das Spiel schätzen gelernt. Weil, ja, jetzt kommt es nämlich. Man kann hier nämlich Beziehungen zu bestimmten Charakteren aufbauen. Wie man es wahrscheinlich schon so aus Spielen wie Dragon Age oder hier Mass Effect kennt. Ich habe die Spiele aber noch nicht gespielt, deswegen finde ich das Spiel hier richtig geil. Ich schätze mal, die Leute, die eins von den beiden gerade eben genannten Spielen gespielt haben, die werden jetzt hier sagen, billiger Abklatsch. Ist mir scheißegal, ich finde das Spiel toll. Und auf jeden Fall, je nachdem, was für eine Beziehung wir jetzt zu den Leuten haben, ändern sich A, die Mission und B, auch die Story. Weil wir haben jetzt hier die Möglichkeit, entweder wir sind ein absolutes Arschloch, wir sind ein Womanizer, wir sind total trocken oder immer nett. Also das ist, da habe ich jetzt einfach mal so die Sachen zusammengefasst, die 4 Punkte. Und mit diesen 4 Arten der Kommunikation kann man immer auf die Leute, die wir treffen, reagieren. Und jeder mag was anderes. Ja, aber dazu dann im Laufe des Spiels mehr. Ich weiß selbst noch nicht genau, in welche Richtung ich gehen soll. Ich habe das Spiel, glaube ich... Also ich habe hier eine Platin-Trophäe, das auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe das irgendwie 5, 6 Mal durchgespielt. Einfach nur, weil ich wissen wollte, wie es ist, wenn ich die Sachen jetzt anders mache. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Das hat mich richtig positiv überrascht. Wirklich einer der Geheimtipps für die PlayStation 3, finde ich. Wie erfolgreich das war, weiß ich jetzt nicht. Aber die Leute, die das gespielt haben, es gibt sogar Fanforen dafür. Die sich heute noch darüber unterhalten. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, von 2010 ist das Spiel, glaube ich. Jo, jetzt ohne Greise, ohne große Umschweife will ich jetzt hier eigentlich einfach beginnen. Mir bleibt eigentlich sonst nicht sehr viel zu sagen, außer lasst euch vielleicht auf das Spiel ein. Gameplay-technisch hat es jetzt natürlich nicht allzu viel zu bieten, aber zwischen den Missionen, die Dialoge und sowas, sind zum einen die Sprecher geil gecastet und man muss sich echt überlegen, wie man reagiert. Weil, dazu später mehr. Neues Spiel. Ja, nehmen wir normal. Intro. Ach so. Okay. Stimmt, jetzt können wir uns jetzt nämlich noch unsere Vergangenheit aussuchen, wie wir denn sind. Armee und Soldaten. Nach einer Auszeichnung für den Dienst als Soldat bei den Streitkräften war der kommandierende Offizier davon überzeugt, dass dein Talent bei der Infanterie verschwendet wäre. Deine Sprachbegabung und schnelle Auffassungsgabe haben die Aufmerksamkeit eines Anwerbers für eine offiziell nicht existierende Geheimdienstorganisation geweckt. Ja, offiziell. Offensichtlich Waffenumgang, gehe ich mal von aus, weil wir Soldat sind, hätten wir dann hier Stärke und Kommunikation. Agent im Einsatz, gucken wir doch mal hier. Die sind verdeckte Operationen bestens bekannt, denn du warst in den letzten Jahren oft für das US-Außenministerium im Einsatz. Du hast einerseits große charismatische Ausstrahlung, bist aber andererseits auch in der Lage, vollkommen unauffällig zu sein.
Du bist immer dort zu finden, wo es brennt. Der Schreibtisch ist nicht dein Revier. Ja, sprich, ja, gute Stealth-Fähigkeiten, Charisma, Charme, beziehungsweise auch Kommunikation. Technikspezialist. Nachdem du jede Prüfung mit Leichtigkeit bestanden hast, war es kaum verwunderlich, dass du deinen ersten Doktortitel bereits in den Händen hattest, noch bevor du Alkohol kaufen durftest. Ursprünglich hatte die CIA dich angeworben, damit du neue Elektronikausrüstung entwickelst. Doch die isolierte Laborarbeit hing dir schnell zum Hals raus und deine Vorgesetzten stimmen deine Versetzung im Bereich geheime Operationen zu. Als dein Händler um eine Empfehlung für eine streng geheime Mission gebeten wurde, machten dich deine ausgezeichnete Arbeit und dein... Oh, es geht noch weiter. Huch, wie denn? Da. Natürliches Verständnis für Technologie zur ersten Wahl. Okay, hier gibt's nichts. Ja, hier gibt's, glaube ich, für sowas wie Bomben entschärfen oder Granatentechnik verbessern und sowas. Ich schätze mal, für sowas ist der hier da. Söldner, du bist von Geburt an furchtlos. Das Einzige, was bei dir je einen Anflug von Panik gesorgt hat, war der Gedanke an einen ganz normalen Job. Nach einer bemerkenswerten Universitätslaufbahn bist du einfach von der Bildfläche verschwunden, um dein Glück zu versuchen. Laut deinem Dossier warst du Söldner in Afrika, Leibwächter des Sultans von Brunei, der auf- und wieder abtauchende Geliebte einer europäischen Prinzessin und der Halter dreier Patente in Großbritannien. Wenngleich die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt, ist doch eines klar. Deine Fähigkeiten haben die Aufmerksamkeit einiger sehr einflussreicher Personen in der Welt der Geheimdienste erregt. Ja, Waffen. Definitiv Waffen. Jo. Ja, und dann haben wir noch einen Rekrut. Wähle Rekrut für zusätzliche Herausforderungen. Den Dialogen im Training wird eine weitere Option Rekrut hinzugefügt. Ah, okay. Obwohl du gerade erst 3 Monate für das Justizministerium arbeitest, haben dein Ehrgeiz, dein Engagement und dein Talent für die Aufmerksamkeit einer Geheimdienstorganisation der Regierung geweckt. Dir steht ein harter Weg bevor, denn mit deiner geringen Erfahrung und ohne richtige Ausbildung musst du dich auf deinen Verstand verlassen, während du deine Lektion im direkt im Einsatz lernst. Ja, hier ist gar nicht mal so uncool. Den Dialogen im Training wird eine weitere Option Rekrut hinzugefügt. Das heißt, da können wir immer so ein bisschen eine Ausweichantwort geben, die jetzt mehr oder weniger neutral bewertet ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, die jetzt sich nicht auf die Beziehung mit anderen Leuten ausschlägt. Dann haben wir da unten noch den Veteran. Freigeschaltet, nachdem das Spiel als Rekrut beendet wurde. Den Dialog im Training wird eine weitere Option Veteran hinzugefügt. Ist eigentlich auch ganz cool, weil sich die Sprüche dann nämlich darauf, beziehungsweise die Gespräche darauf dann auch ausrichten. Kann ich euch jetzt leider aber nicht zeigen. Du bist der Leonardo da Vinci der geheimen Kriegsführung. Ein begnadeter Scharfschütze, ein Meister der Tarnung und ein herausragender Technikspezialist in einer Person. Alpha Protocol hat dich nicht gesucht, sondern umgekehrt. Du hast die Welt schon einmal gerettet. Warum sollte es dir nicht ein zweites Mal gelingen? Korrekt. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich bin ja stark für einen Soldaten. Agent im Einsatz. Ich will jetzt nicht so stealth-mäßig durch die Gegend eiern. Das ist nicht so meins. Zumindest nicht, wenn es anders geht. Technikspezialist und Söldner, die sind eigentlich eher... Ich glaube, ich nehme Soldaten. Ja, Rekrut. Ist zwar cool, aber das... ja, komm. Komm schon. Nehmen wir. So, okay, jetzt haben wir hier die einzelnen Fähigkeiten. Wir haben einmal die Tarnung. Je nach Stufe kriegt man irgendwas anderes. Jetzt haben wir hier zum Beispiel Ausweichen, ne? Da haben wir so einen Panikknopf. Meister der Tarnung. Um den zu bewegen, kann aber nur dann, wenn er alarmierte Gegner sehen kann. Wenn ich keine alarmierte Gegner... Ja, okay, das werden wir unsichtbar. Das ist natürlich cool. Geräuschloser Lauf ist auch nicht uncool. Das ist eine Fähigkeit, die müssen wir aktivieren. Ich glaube, das sind immer diese Pfeile. Oh, ach so, genau. Genau, also es gibt da noch einen Knopf, da können wir die Fähigkeit aktivieren. Ansonsten haben wir dann jetzt hier noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es hier immer was mit Grundlagen und dann gibt es jetzt hier irgendwo noch den Meister. Hier ausweichen oder fortgeschritten meinetwegen auch. Und es geht ein bisschen Meister hoch. Da. Und dann, also hier habe ich dann zum Beispiel bei geräuschloser Lauf, habe ich dann in der Meisterfähigkeit 60 Sekunden anstatt 30. Müsste ich dann aber immer aktivieren und das hat auch eine gewisse Aufladephase. Das ist eigentlich ziemlich cool, aber dahin kommen wir nicht. Was haben wir noch? Da haben wir noch die einzelnen Waffen. Also hier gibt es sowas wie Schnellladen oder hier einfach mehr Genauigkeit. Was haben wir hier auch? Verbesserte kritische Treffer. Also halt so alles, was man auch so von so einem Rollenspiel her mehr oder weniger kennt. Schrotsturmmeister. Kurzzeitige Schadensfügung an Schrotflinte durch einen Hörerfeuer und dadurch, dass jeder kritische Treffer deinen Gegner umwirft. Diese Fähigkeit ist nur mit einer ausgerüsteten Schrotflinte einsetzbar. Hätte ich nicht gedacht. 45 Sekunden Cooldown. Okay. Ja, auf jeden Fall, man sieht, es hat auch Rollenspiel-Einschläge. Sturmgewehre, Sabotage, was ist das denn? Übertacken, diese Explosionswaffen, okay. Einbrecher, Schlösser knacken, okay. Ach du Scheiße. Okay, jetzt fällt mir hier gerade wieder was ein. Hier muss man auch voll viel hacken und sowas. Ja, ich verbessere Datenschieben. Buggelt durch Hacken, ah, okay. Cool. Ja, cool, kriegt man natürlich auch, da kann man sich Waffen kaufen. Ich allein schon, nur weil ich diesen scheiß Technikbaum hier sehe, ne? Kriege ich richtig Bock auf das Scheißspiel.
Meine Fresse. Verbessern und umbauen, um Laufgeschwindigkeit und Position 3 zu maximieren. Diese Fähigkeit steigert automatisch den Schaden jeder Waffe im Mikes Besitz. Poh. Ich meine, Technik verstellt es ja auch erstmal nicht so schlecht, ne? Zähigkeit, okay, das ist natürlich, hier erstmal Ausdauer ist, glaube ich, fürs Rennen. Gesundheit, Upgrades, Wiederherstellung verbessern, etc. pp. Und Kampfsport für Nahkämpfe. Weiß ich nicht, ob ich das... Natürlich, während deiner Schlagkombination schnell die Waffe zu ziehen und einen gnadenlosen Schuss auf kurze Entfernung abzugeben. Ha! Wie geil ist das denn? Das ist auf jeden Fall cool. Diesen werde ich aber wahrscheinlich eher weniger nutzen, denke ich. Ich kann leider keinen Rang mehr entfernen, das ist schade. Rechts seht ihr die Kosten. Oh mein Gott, ich muss gerade meine Nase putzen, Entschuldigung. Nein, rechts seht ihr die Kosten, die wir brauchen für die, also, für die einzelnen Fähigkeiten. Ich weiß nicht mehr genau, wie man die Punkte bekommt. Ich glaube, es ist abhängig davon, wie gut wir eine Mission abschließen. Kann ich jetzt aber so nicht garantieren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es ist wieder eine neue Erfahrung für mich. Ja, nehmen wir die Änderung erstmal an. Ja, ich habe ja keine durchgeführt. Ich darf ja nichts machen hier. Ne? Ja, wir sind jetzt aber hier nur so ein... Was habe ich getan? Nein, nein. Nein, nein, Moment. Moment, ich bin jetzt komplett verwirrt. Warum sind die Punkte da weg? Verstehe ich jetzt nicht. Seht ihr, ich kann die wegnehmen, aber ich kriege die Punkte dafür nicht zurück. Was ist das denn für ein Schwachfug? Ja, leck mich doch am Arsch. Ne, okay, die kann ich leider nicht nehmen. Warum nicht? Mann! Ich verstehe es nicht so ganz, aber es ist auch nicht so schlimm. Alles cool. Nein, also wir sind jetzt ja auch noch so ein Allrounder, weil wir jetzt den Rekrut gewählt haben. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Technikspezialisten nehmen, sehen wir... Ach, wir haben hier noch gar nichts von mit dem Rekruten. Ja, das ist ja schön. Ja, dann sieht man auf jeden Fall, dass man hier gewisse Sachen schon voll hat. Ich dachte, diese braunen Sachen, die hätten wir schon. Ja, okay, dann haben wir im Rekrut einfach mal gar nichts. Ist okay, nehmen wir ihn trotzdem. Was soll's. Ja, ist okay. Air traffic control, this is Alpha 254, requesting clearance for departure. Roger that, we are clear. Proceed to runway 5. All platitudes, we are clear for departure. Please take it. If anyone is to blame for these events, Mr. Thornton, it is you. Alpha Protocol began here, after all. They drugged me? Great. Now I'm gonna fail the next drug screening test. They could have just asked me to close my eyes.
So, los geht's, wir sind im Spiel. Ich habe gerade nochmal kurz neu gestartet, weil ich dachte, ich hätte die Untertitel nicht eingestellt. Weil gerade im Intro... Ist ja auch egal, auf jeden Fall muss ich jetzt gleich alles schön zusammenschneiden. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ja, also rechter Analogstick umgucken, ne? Linker Analogstick laufen. Und sonst dürfen wir noch nichts machen, okay. Nehmen wir mal das PDA. Okay, wenn du mit jemandem sprichst, beginnst du ein zeitlich festgelegtes Gespräch. Wähle eine Haltung. Viereck charmant, Dreieck aggressiv, Kreis professionell und gelegentlich eine X-Handlung oder einen Beruf. What? Okay, auf jeden Fall, das ist genau das, was ich meine. Also mit diesen vier Sachen können wir reagieren. Und je nachdem, wie wir reagieren oder wer uns gegenübersteht, reagiert die Person anders darauf, entweder positiv, negativ oder neutral. Ja, oder man kann sogar dadurch noch so ein paar Informationen rauskitzeln. Kann später noch eine Bedeutung haben. Ich weiß nicht, ob ich das wirkliche Ende nehmen soll, also das tatsächliche Ende oder ein anderes. Ich werde auf jeden Fall nicht beides zeigen, aber ich werde das andere sagen. Na, ich mache erstmal einfach. So, okay. I wasn't sure how long you'd be under. Those tranquilizers wore off fast. Oh, I think I'm still coming down. What? Oh, never mind. Just clearing my head. The dose was pretty strong. I'm surprised you're even able to stand. Where am I? You're locked in our medical bay. And when the guards find out you've regained consciousness, they'll put you under again. Don't want that. Any reason why you're helping me? Mina, let's just say I'm not a fan of the indoctrination procedure here. All the more reason to leave, then. And how do you propose to do that? You're locked in. There's a guard outside. Eventually, he's going to come check on you. And when he does... I'll think of something. Let me check the room. There's got to be another way out. All right, then. Don't take too long. The door's locked down. But you might be able to find a way to break the glass. Mit meiner Faust. Finde deine Entführer. Okay. So, also gucke ich mich ein bisschen um. Ihr habt jetzt gerade vielleicht gesehen, unten links, während des Gespräches, wenn wir jetzt hier einmal nämlich Select drücken, haben wir jetzt die Möglichkeit Inventar, was wahrscheinlich noch ziemlich leer ist, weil wir so ungefähr noch gar nichts haben, keine Panzerung und kein gar nichts. Keine, was? Kittel? Kittel. Weder bequem noch praktisch und alles, was du anhattest, nachdem du in der Greybox wieder aufgewacht bist. Zivile Kleidung ist leise und unauffällig, bietet allerdings keinen zusätzlichen Schuss. Schuss, ja, natürlich, Dennis, genau. Dann Informationen. Es sind, glaube ich, die Missionsziele. Nein, doch. Also auch. Und Karte, natürlich. Und auf der zweiten Seite die Informationen von einzelnen Dossiers, die wir finden werden. Da sieht man schon eine schöne Collage an den ganzen Leuten, die wir noch treffen werden. Fraktion haben wir noch keine. Person haben wir jetzt erstmal nur die Mina. Und schon 25% abgeschlossen, mein Gott. 27 ist sie erst. Mein Gott, jünger als ich. Amerikanische Analytikerin und von Alpha-Protokoll. Erstens Analytikerin, bla 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 bla. Ja, da steht halt ganz viele Informationen über alle Personen, die wir jetzt noch hier finden werden oder treffen werden. Je nachdem, wie man halt reagiert, erfährt man mehr über die Leute oder halt weniger. Was ist das? Ach so, ja, okay. Ach, guck mal, und Statistiker. Oh mein Gott. Michael Thornton. So, okay. Wirf den Feuerlöscher. Habe ich getan. Ich muss gerade mal ein bisschen leiser machen. Toll. Guess Sleeping Beauty's had enough. That you, Mike? You just hold on. I'm sending some guards to tuck you back in. Okay, jetzt sag ich, wir müssen kämpfen. Puh, puh, puh. Puh, puh, puh. Töte ihn! Okay, ist er schon. Ja, wir haben auch gerade gesehen, mit dem einen Missionsziel habe ich noch ein paar Erfahrungspunkte dazu bekommen. Hier liegen auch überall so hier, mal, hier und da mal so ein Köfferchen rum. Da liegt Geld drin. Oder man kriegt da, glaube ich, sogar auch noch Erfahrungspunkte dazu. Okay, Tür öffnen. Ach so, okay. So, ich will mich erstmal ein bisschen umgucken. Natürlich, natürlich.